Hallo, der Robin hier von Post Professionals. Ich wollte nur mal ein kleines, schnelles Tutorial für euch zusammenstellen, dass ihr wisst, wie ihr Plugins und Templates installieren könnt. Solltet ihr zum Beispiel von mir oder anderswo mal eins erhalten oder downloaden, welches kein explizites Installationsprogramm mit sich bringt. Aber auch, weil ich die Frage doch des Öfteren gestellt bekomme. Das Ganze ist auch super einfach und schnell erklärt. Als erstes müsst ihr nur wissen, was es ist, was ihr installieren wollt. Ob es ein Titel, ein Effekt, ein Generator oder ein Übergang ist. Wenn ihr euch aus irgendeinem Grund nicht sicher seid, dann schaut einfach in den Ordner nach eines dieser vier Symbole. Habt ihr so ein Symbol, dann ist es ein Titel, das ist ein Effekt, das ist ein Übergang und alles andere ist ein Generator oder ein stinknormales Motion-Projekt, was so aussieht. Wenn ihr das wisst, braucht ihr nur noch in euren Filmordner schauen und hier auf den Motion Templates Ordner klicken. Sollte dieser aus irgendeinem Grund nicht vorhanden sein, dann könnt ihr ihn auch ganz einfach manuell anlegen. Namentlich auch genauso, wie ihr es hier seht. Danach einfach den jeweiligen Unterordner, den ihr braucht, suchen bzw. anlegen. Also Effekt, Generator, Titel oder Übergang. Jetzt brauchen wir nur den geladenen Ordner in den jeweiligen Unterordner legen. Fertig. Man bekommt den jeweiligen Titel, Effekt etc. auch sofort in Final Cut Pro 10 angezeigt und kann damit loslegen. Will man 1D installieren, dann braucht man es nur aus dem Ordner wieder rausnehmen oder löschen. In dem Fall muss man allerdings Final Cut Pro 10 erst einmal neu starten, bevor es auch wirklich ganz verschwindet. Wobei noch als kleinen Tipp von mir, bei dem Ganzen ist nur eines zu beachten. Und zwar, wenn ich nur den Ordner mit dem, in diesem Fall Titel, in den Titelordner lege, dann findet sich dieser in Final Cut Pro 10 in der Custom, also benutzerdefinierten Kategorie wieder. Erzeuge ich aber mindestens eine weitere Hierarchieebene, dann wird der Name des übergeordneten Ordners als Kategorie angelegt und der Titel, Effekt etc. befindet sich danach da drin. Bis zur Version 10.3 war es sogar so, dass noch eine Ebene das Thema, in dem es sich wiederfand, bestimmt hat. Nur haben wir die Themen als Übersicht ja mit der 10.3 verloren und jetzt wird das dazugehörige Thema in Motion bestimmt und in die Motion-Datei selbst fest eingeschrieben. Dieses sieht man dann in Final Cut Pro 10 als Überschrift bzw. auch als weiteren gesonderten Bereich angezeigt, wie zum Beispiel bei diesem Titel. Damit könnte ich also über Motion bei Bedarf eine weitere Organisationsebene schaffen, wenn ich das denn wollte oder bräuchte. Ich hoffe, das hilft und freue mich auf Likes, Daumen hoch und was sich nicht noch alles an Knöpfe anbietet, die ihr klicken könnt. Bei Fragen oder Problemen gerne auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.